herzlich willkommen zu einer neuen Info-News aus dem SCS-Software-Blog. Was gibt es Neues zu berichten? Richtig, der eine oder andere hat schon mitbekommen, nämlich das Wyoming DLC. Die Ankündigung ist da. Es kommt am 7. September. Na, da wird es veröffentlicht. Schöne News. Das erfreut. Es geht wieder weiter in den Staaten. Denn, wie ihr wisst, wir haben ja einige Staaten noch drüben, die noch nicht da sind. Und wenn man sich die USA mal so anguckt, was da noch so alles auf uns zuprasselt, wird das noch ein bisschen dauern, bis die komplette Karte, wenn wir jetzt einfach mal nur die USA und mal Mexiko und mal Kanada außen vor lassen, ist da wirklich noch eine Menge zu tun. Deshalb geht es ja eigentlich Schlag auf Schlag, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Ne? Da bewegt sich immer was beim ATS. Tolle Geschichte. Und man muss auch mal dazu sagen, ATS ist immer so ein bisschen der Vorreiter. Ne? Immer egal, bei welchen Sachen die, was STS macht, es wird immer erst bei ATS irgendwie reingedümpelt, bevor es zu ITS 2 kommt. Aber unabhängig davon, wie schon gesagt, ist jetzt da, das Wyoming DLC kommt dann am 7. Dezember. Was noch sehr interessant ist, dass da um 16 Uhr, ich finde die Zeit immer ein bisschen doof, ne? 7. September ist nicht überhaupt für ein Tag, ey. Ich muss doch glatt noch gucken. August, September, das ist dann wieder ein Dienstag. Da muss ich wiederum sagen, das macht SCS nicht schlau. Warum? Das ist unter der Woche, 7. September um 16 Uhr mitteleuropäische Zeit. Leute, da bin ich vielleicht am Arbeiten oder komme gerade von der Arbeit oder. Das ist immer ziemlich schlecht. Wieso macht man sowas nicht 19 Uhr oder 20 Uhr, wo die Leute zu Hause sitzen? Da erbitte ich mir hier Besserung. Bessere Zeit, ne? Also ich würde jetzt sagen, so 19, 20 Uhr wäre ein bisschen besser. Dann könnten sich das vielleicht viele anschauen, vor allem, weil es auch ein Livestream ist. Aber okay, lassen wir das mal so im Raum stehen. Was wird bei diesem Livestream passieren? Ja, sie zeigen es halt nochmal. Ich schätze mal, nach diesem Livestream geht es dann online. Wird es dann zu kaufen sein? Wahrscheinlich machen sie es deshalb um 16 Uhr, weil halt dann anschließend nach dem Livestream, noch ein, zwei Stunden Livestream, dann das Wyoming DLC für alle frei verfügbar ist, beziehungsweise wird dann freigeschalten über Steam, könnte ich mir vorstellen. Aber unabhängig davon finde ich die Zeit ein bisschen doof. Es kommen eine Anzahl vieler besondere Gäste werden in diesem Livestream zugange sein. Und es gibt eine zusätzliche Überraschung. Was das sein wird, erfahren wir im Twitch-Kanal oder dann in dem Fall auf dem YouTube-Kanal, wenn wir das dann verfolgen. Ne? Also, da gucken wir mal. Und es gibt natürlich ein World of Truck-Event, klar, in-game Cruising Wyoming. Das heißt, du wirst wieder verschiedene Punkte abfahren müssen, irgendwelche Sachen machen müssen. Und ja, ne? Wisst ihr selber, hier schon mal das Ding, Cruising Wyoming. Bestimmt auch sehr interessant. Also für alle ATS-hungrigen Freunde, freut euch auf den 7. September, da geht's dann los. Was wird das Ding kosten? Ich habe keine Ahnung. 5,50 Mark. Weiß ich nicht. Lass uns überraschen. Wahrscheinlich wieder 18 Euro so die Richtung. Gucken wir einfach mal. Ich freue mich auf alle Fälle und ich hoffe, ihr zu Hause auch. Und falls hier noch dazu Fragen sind, dürft ihr das gerne hier im Blog von SDS Software kommentieren. Unten habt ihr diesen Kommentar-Button. Da könnt ihr dann gerne kommentieren oder natürlich hier auch unter meinem Video. Wenn es euch natürlich wie immer gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.